auch immer du sitzt, stehst, was auch immer du berührst, es entstehen ständig Erinnerungen und Transaktionen. Es muss ein bewusster Prozess sein. Wenn es ein zwanghafter Prozess ist, wirst du den Preis dafür bezahlen. Es ist nicht, dass dies eine Sünde ist, jenes eine Sünde ist. Die Frage ist, was ist deine Priorität in deinem Leben? Sadhguru, wie kann eine Person in einer Beziehung zu jemandem verbindlich bleiben? Ist es natürlich, jemanden zu lieben und sich dennoch sexuell zu anderen hingezogen zu fühlen? Welches sollte die richtige Vorgehensweise sein, der man folgen sollte? Oder wie geht man damit um? Schau, es gibt eine psychologische Integrität, es gibt eine emotionale Integrität, aber es gibt auch eine biologische Integrität. Integrität bedeutet nicht Moral. Integrität bedeutet, du schaffst eine Situation, wo es für dich am besten funktioniert. Wenn wir also Integrität sagen, angenommen ich sage, dass es in meinem Körper eine gewisse Integrität gibt, das bedeutet, dass er stark und widerstandsfähig gegen eine ganze Reihe von Dingen ist. Ist das nicht so? Es bedeutet nicht, dass ich moralisch in etwas festsitze. Ich spreche also von, ich möchte, dass du das Wort Integrität in diesem Zusammenhang verstehst. Wir sprechen von Integrität im Sinne der Stärke dieses Lebens. Wenn das also die Sache ist, ist es wahr. Erinnerst du dich, wie deine Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter vor 10 Generationen aussah? Erinnerst du dich? Nein. Aber ihre Nase sitzt auf deinem Gesicht. Ja oder nein? Der Körper erinnert sich, ist es nicht so? Der Körper erinnert sich an deine Vorväter von vor 1 Million Jahren, ja oder nein? Was du also als meinen Körper nennst, ist ein Haufen von Erinnerungen, ist es nicht so? Hm? Erinnerung oder nicht? Schau, jetzt kamst du von Nepal nach Shillong. Du isst viel von diesem Meghalaya-Essen. Deine Züge werden sich nicht verändern, weil dein Körper sich erinnert, was deine Genetik ist, egal was. Oder du fängst an, sagen wir, Kuhfutter oder Hundefutter zu essen. Dein Körper wird nicht verwirrt werden und zu einem Hund oder einer Kuh werden, weil es evolutionäre Erinnerung darin gibt. Mach, was du willst, er wird nie verwirrt, ist das nicht so? Du fängst an zu denken, ich bin ein Hund und fängst an, wie einer zu bellen. Doch der Körper wird sich nicht ändern, ja oder nein? Geistig kannst du, aber der Körper hat eine so tief verwurzelte Erinnerung. Der gesamte Körper, den du hast, ist also im Wesentlichen eine gewisse Integrität der Erinnerung. Wenn diese Integrität der Erinnerung verliert, dann wirst du sehen, es wird für so viele Dinge anfällig werden. Nun, die Natur des Körpers ist jene, dass alles, das du mit einem gewissen Grad an Involviertheit berührst, wird natürlicherweise diese Erinnerung absorbieren. Nicht geistig, physisch wird es diese Erinnerung absorbieren. Traditionell in dieser Kultur nennen wir das Runanubandha. Hast du schon mal von so einem Wort gehört? Runanubandha? Was dies bedeutet, ist physische Erinnerungen, die du ansammelst. Wieso Menschen, weißt du, du wirst dies bei Menschen sehen, sagen wie in ihrem Zuhause, sie gehen und sitzen an einem Platz. Dies wird, normalerweise wirst du die älteren Menschen sehen. Sie wollen gehen und an dem gleichen Platz sitzen. Sie werden nicht an einem anderen Platz sitzen, hast du das bemerkt? Sogar dein Hund, er kommt, wenn er hier sitzen will, er wird dies riechen, er wird das riechen, er wird das riechen. Und nach langem Suchen wird es sich auf diesem bestimmten Platz niederlassen. Das nächste Mal, wenn du ihn irgendwo hinjagst, er kommt, er geht und setzt sich auf den gleichen Platz, weil es Erinnerung gibt. Heute gibt es forensische Ausrüstung, wo du gerade jetzt hier sitzt, du gingst weg. Nach 2, 3, 8 Stunden, wenn sie kommen, nicht mit einem Hund. Ein Hund kann das leicht machen. Aber mit einer forensischen Ausrüstung kommen wir hierher und überprüfen einfach diesen Stuhl. Und wir wissen, dass du es warst, der hier gesessen hat, nicht jemand anderes. Es gibt also Erinnerung, wo auch immer du sitzt, stehst, was auch immer du berührst. Ständig entstehen Erinnerungen und Transaktionen. Nun, du kommst aus Nepal, in Indien ist es auch sehr stark da, im Süden ist es sehr stark da, im Norden ist es vielleicht geschwächt worden. Menschen geben nie Salz an andere Menschen, kennst du das? Hier auch? Wenn jemand dir Salz gibt, sagst du, bitte lass es dort. Denn es gibt bestimmte Materialien, die die Erinnerung viel besser übertragen als andere. Salz, Sesamkörner, Zitronen, wenn du so etwas gibst, werden traditionelle Menschen sagen, lass es dort, ich werde es nehmen.
weil sie nicht Runanubandha zu dir entwickeln wollen mit dir. Wenn du jetzt in Indien die ältere Generation von Menschen siehst, wenn du versuchst, ihnen die Hand zu schütteln, werden sie so etwas tun, weil sie nicht mit dir Runanubandha erhalten wollen. Denn die Idee ist, die Integrität der Erinnerung deines Körpers so zu halten, dass er nicht anfällig für andere Dinge wird, dass du ein sehr integriertes Leben wirst. Wenn du dich selbst zu einer bestimmten Möglichkeit entwickeln willst, dann musst du die Integrität des Gedächtnisses erhalten. Das ist, was Runanubandha bedeutet. Du hältst dein körperliches Gedächtnis auf einem Minimum. Eine sexuelle Interaktion ist etwas, bei dem eine gewaltige Menge an Erinnerung von einem zum anderen mitgenommen wird. Daher, immer, nicht in dieser Gesellschaft, überall sonst, haben die Leute die Vorteile gesehen, wenn man diese Erinnerung auf einem Minimum hält. Wenn du diese Erinnerung sehr komplex machst, wirst du sehen, dass es nach einiger Zeit sehr schwierig werden wird, zur Ruhe zu kommen. In deinem Leben wird es Vergnügen geben, aber keine Freude. Du kannst Leute beobachten, hör nicht darauf, was ich sage. Du kannst Leute beobachten, sie werden Vergnügen haben, sie werden die ganze Zeit kichern, aber wenn du sie dir anschaust, gibt es keine Freude in ihnen, keine Ruhe, weil die Ruhe mit übermäßiger Erinnerung verschwinden wird. Das ist nicht nur mit Sexualität der Fall, es gibt viele andere Dinge, die du auf diese Weise tust. Zurzeit sieht man sehr häufig in den westlichen Gesellschaften, wo immer ich hinkomme, vor allem in Amerika, kommen die Leute zu mir und sagen, Sadhguru, wo ist meine Umarmung? Ich sage, sie muss bei dir sein. Warum ist sie bei mir? Hm? Es ist nicht wie in einem bestimmten Moment, wenn du dich jemand nahe fühlst, dass du ihn umarmst. Es ist, als müsste man die Menschen die ganze Zeit berühren, weil heute Psychiater diese Dinge analysieren und sagen, dass es daran liegt, weil sie in jungen Jahren nicht ausreichend von ihren Müttern und Eltern berührt wurden. Wenn sie erwachsen werden, sehnen sie sich verzweifelt danach, die ganze Zeit jemanden zu berühren. All diese Dinge haben einen ernsthaften Einfluss auf das Leben. Wie viel körperliche Berührung, wenn das Kind geboren ist? Das wird bestimmen, nach wie viel körperlichem Kontakt sie sich später sehnen werden. Und die Erinnerung, die ein Säugling in dieser Zeit von der Mutter aufnimmt, denn bis ein Kind 4,5 Jahre alt ist, ist es auf viele Arten energietechnisch kein separates Leben. Es ist immer noch an den Körper der Mutter gebunden. Eigentlich, wenn sich die Menschen nach der Natur richten würden, bis dahin sollten sie Muttermilch trinken und verbunden sein, bis sie 4,5 Jahre alt sind. So war es ursprünglich. Die Energie reift also nicht. Je mehr und mehr Erinnerung man zu dieser Zeit von der Mutter bekommt, desto besser und besser ist es, um das zu stärken. Aber wenn das Kind beginnt auszuziehen und ein Individuum zu werden, organisiert sich das Leben selbst. Leute kommen zu mir und sagen, Sadhguru, kannst du meine Tochter segnen? Kannst du meinen Sohn segnen? Das Erste, was ich frage, ist, wie alt? Wenn sie sagen, 15, 16, 18, alles klar. Wenn sie über 21 sind, sage ich, nein. Denn wenn ich dich segne, wird der Segen nicht auf dein Kind übergehen. Du magst emotional immer noch denken, das ist mein Kind, aber soweit es das Leben betrifft, wurde es völlig unabhängig. Im Allgemeinen nimmt man an, dass der Lebenszyklus ungefähr 84 Jahre oder 1008 Mondzyklen beträgt. Die Zyklen des Mondes und unser Körper sind sehr direkt verbunden. Nur weil die Körper unserer Mütter im Einklang mit den Zyklen des Mondes waren, sind wir geboren. Ansonsten wären wir nicht geboren, oder nicht? Hallo? Ein volles Leben wird daher als 1008 Zyklen des Mondes gesehen, was ungefähr 83 bis 84 Jahren entspricht. Wenn also jemand die 84 überschreitet, entspricht das einem vollen Leben. In diesem ist lediglich das erste Viertel die Zeit, in der es mit Elternschaft in Verbindung steht. Danach muss das Kind weiterziehen. Denn energietechnisch kannst du diese zwei Leben nicht mehr miteinander verbinden. Das ist also, wenn sich das Verlangen, falls du nicht genug Integrität in dir selbst geschaffen hast, sich das Verlangen nach einem anderen Körper vervielfacht. Auch wenn die hormonelle Phase zwischen 15 und 20 höher ist, verstärkt sich das Verlangen, sich zu binden und nach Bindung mit jemandem nach 21 Jahren, weil du, ohne es zu wissen, du bist wie ein Satellit, der von der Hauptmutter abgefallen ist.
Du kommst von der Mutterplatine herunter. Jetzt möchtest du dich an etwas binden, es sei denn, du findest etwas Integrität. Das ist der Grund, warum man zwischen 12 und 18 eine Menge Sadhana zur Stärkung des Körpers machen muss, damit man sich nicht verzweifelt an etwas oder jemanden bindet. Du musst bewusst, wenn du dir einen Partner wünschst, muss es ein bewusster Prozess sein. Wenn es ein zwanghafter Prozess ist, dann wirst du den Preis dafür bezahlen. Das ist keine Frage der Moral. Es ist nicht, dass dies eine Sünde ist, jenes eine Sünde ist. Die Frage ist, was ist deine Priorität in deinem Leben? Wenn es deine Priorität ist, dieses Leben zu einer höheren Möglichkeit aufsteigen zu lassen, dann musst du bewusst sein. Wenn du irgendwie leben und dann gehen möchtest, ist es in Ordnung. Danke, Sadhguru. Es tut mir leid, wenn ich euch entmutigt habe. Du hast lediglich meine Frage beantwortet, Sadhguru. Vielen Dank dafür.